Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer mit dem Goro Mai. In der letzten Folge. Können wir mit denen eigentlich schon weiterziehen? Nee. Das haben wir alles in der letzten Folge gemacht. Wir hoffen, dass hier unsere Kumpels da das Ding bewahren können. Dass die Waldelfen nicht mehr Verteidigung hier aufwarten. Was willst du denn hier? Für 1000 willst du Frieden? Na komm, dann machen wir Frieden. Mit denen machen wir keinen Frieden. Heilige Pflicht, Eisenbrecher und ihre Vettern, die Eisendrachen, versehen die Pflicht, die Tiefen ihr Karax zu schützen. Ihres Karax wahrscheinlich. Send me to vengeance. The runes are cast. Go on, then. Retake the realms. So, unser High King läuft in die Richtung. Und jetzt ist hier Ruhe. Haben wir die Wikinger umgelegt. Die Gefangenen werden wir hinrichten. So, sehr gut. Der hat hier gut gekämpft tatsächlich. Ein gezeichneter Veteran. Kann auch mit beiden Truppen da hochziehen. Und es so versuchen. Oh, plus 28 ist schon eine ganz heftige Zahl eigentlich. Nur die hochzuschicken ist ein bisschen blöd, oder? Zieh du mal mit da hoch. Ist halt plus 10 hier quasi. Na komm, für 1000 irgendwas kannst du das ruhig mal machen. Dann kannst du das Wachstum auch anstreben. Und hoffen wir, dass die Stadt hier, die hat Pelze tatsächlich. Oder Felle heißt es. Das ist cool. Ich will eigentlich nur die Sachen haben, die hier für den Sieg wichtig sind. Plötzlich sehen die Waldelfen, dass da Probleme sind. Aber die wagen es einfach weiterhin, dass wir hier... Ach, die wollen alle, dass ich in den Krieg beitrete. Da habe ich gerade den Frieden geschlossen mit denen. Wollen die das auch? Die sind nicht so zufrieden damit, dass ich da Frieden geschlossen habe. Ich hatte auch erst gesagt, dass ich es nicht machen wollte, ne? Aber gut. Nichts unternehmen. Kriegseifer. Die Omen verbessern. Komm schon. Ja, die werden so nicht aufgeladen, ne? So werden die eher aufgeladen. Dann verbessern wir hier auf jeden Fall unsere Mannzahl erst noch, bevor wir weiterziehen. Na komm, du mit deinen Belagerungswaffen kannst auch hier gut das Ding mal ruhig einnehmen. Besetzen. Zack. Sehr gut. Karak Norn. Gehört jetzt auch uns. Da können wir auf jeden Fall nochmal eine Jagdhütte bauen. Und unsere Leute zieht's hier. Naja, komm. Geh mal schnell einen Schritt ist nach da vorne. Da haben wir tatsächlich noch eine Verbesserung hier bei dem. Erbsfeind? Gegen Grün heute. Du kannst auf jeden Fall so ein Mauerbrecher sein hier. So. Wie sieht's denn aus? Was fehlt denn noch? Karak. Das fehlt und das fehlt. Das sind die oben. Und dann, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Mehr sollen wir tatsächlich nicht haben.
Hier in dem sollen wir ein bisschen mehr haben. So, warte, das ist die kurze, das ist die lange. Warte, für die kurze haben wir ja schon alles. Sorgt dafür, dass die Gesamtschwere von Grollen im großen Buch des Grolls 9 nicht überschreitet. Aktuelle Gesamtwert 18. Keine aktiven Grolle. Aber hier irgendwelche haben wir nicht. Das hier haben wir noch nicht. Ach, das ist ja wohl lächerlich. Die Hügel. Die brauchen wir. Auch für die große Kampagne. Den Hügel haben wir nicht. Let us begin. Na gut. Ziehen wir mit unserer Truppe da mal hin. Das wäre schon krass lächerlich, da unsere Truppe extra hinzuziehen. Wir bleiben hier. Wir heben einfach eine neue Einheit aus, die nicht unbedingt groß ist. Haben wir noch einen guten Kommandanten? Ne, wir haben einfach nur so einen Standardkommandanten. Wir nehmen auch tatsächlich nur so Standardleute hier. So, das sind die mitkommen in zwei Runden. Ihr ladet auf, euch habe ich da hinten geregelt. Die Waldelfen, die jagen hier gerade durch die Lande von diesem Karak Zilif oder Zifli oder wie das heißt. Komm, wir können uns auch später nochmal weiter aufladen. Auch ihr. So, wenn wir da weiter in den Norden ziehen, ist das super. Hier ist er. Steht vor den Toren. Ist das nicht... Doch, das ist aber tatsächlich nicht die Hauptstadt. Wir werden sie trotzdem... gucken, dass wir sie einnehmen können. Soweit mein Plan. Die Zufriedenheit ist ja okay. Es geht auch alles hoch. Wir bauen hier aus. Das wird super. Die Stadt ist natürlich krass hier, ne? Aber mit drei Einheiten könnten wir die auch besetzen. Ich hoffe nicht, dass sie hier mit all ihren Truppen angreifen. Wenn es erstmal nur die hier sind, dann haben wir ganz okay hier Chancen, würde ich sagen. Waldreiter, Walddrachen, Riesenadler, Baumschrat. Boah, die Elfen sind auch sehr interessant, die muss ich auch mal spielen. Vielleicht nicht gleich im Let's Play. Aber mit drei Truppen sollten wir auch gegen die zwei. Vielleicht nicht einfach. Gegen die hier alleine ja, aber nicht gegen... nicht gegen die Bäume hier und... das wird krass. Boah, die Waldelfen haben echt viel eingenommen. Die besitzen schon einiges, würde ich sagen. Ja. Raus aus ihrem Waldding hier und... Attacke Bonanza, ey. Wir müssen hier oben das Karak annehmen, ey. So ein Scheiß. Na komm. Ja gut, dann hier kommt Krieg gegen die. Ist natürlich doof, ich darf das Ding da oben nicht verlieren, dieses Karak Ziflin. Und wenn ich das verliere, beziehungsweise wenn meine Leute das verlieren,
Rekrutierungsüberschuss, das ist super. Hier oben sind wieder welche, ja. Das sind die, die auf dem Schiff waren, ne? Tatsächlich. Machen wir eine Aktion gegen die da. Hier haben wir auch noch ein ganzes Bataillon. Also nicht wir, aber unsere Kumpels. Ja, unser High King. Den zieht es nach oben hier. Die Grenzgrafen sind sehr... Oha. Sehr beschränkt leider. Dich zieht's mal dahin. Dich zieht's dahin und du greifst die hier an. Könnte knapp werden. Mannhafte Niederlage tatsächlich. Eher schlecht. Die haben nicht als Unterstützung gezählt. Mannhafte Niederlage. Scheiße, Mann. Na komm. Uff. Time for a reckoning. Master of Runecraft. Das wird krass. Die sind stark, aber wenn die alle kommen. Wobei, die sind jetzt auch sehr geschwächt, ne? Wenn die noch dabei gewesen wären, das wäre super gewesen. Dann hätte ich auf jeden Fall den Krieg gewonnen. Ah, die sind abgezogen, die einen. Dann kann ich die auf jeden Fall zerstampfen da jetzt. Seid ihr blöd? Kann ich die auf jeden Fall besiegen hier, die Bäume? Komm hier, töten. Feind im Kampf getötet. Weil es die Elfen sind jetzt, ne? Zieht doch mal lieber zurück hier. Zieht euch lieber dahin. Ich helfe mir auch. Die laden sich jetzt hier alle mittlerweile auf. Erbsfeinde sind eigentlich egal. Hier die Klinge. Du bist jetzt auch wieder. Oh, Klinge hatten wir schon. Na dann hier. Ja, die Waldelfen hier haben sich gut zurückgezogen. Die werden natürlich auch gut aufgeladen wieder, ne? Aber die eine Einheit haben wir fertig gemacht. Was mir auch sehr gefällt, dass das hier alles Niemandsland ist, ne? Wenn wir das alles einnehmen könnten. Greif die mal an. Es wäre relativ wichtig, dass wir da Ruhe kriegen. Ich zieh mal mit da hinten hin. Mit den beiden Truppen ziehe ich mal in die Richtung hier. Und dann von da aus drehen wir ab und nehmen die Dinger da oben ein. Es sind immer so 100.000 Sachen, die ich noch machen will. Zum Beispiel auch, dass wir das Ding hier unten noch einnehmen. Die Hügel. Haben wir nächste Runde, gehören die uns, die Hügel. Das ist voll egal, weil eigentlich will ich die Provinz gar nicht. Eigentlich wollen unsere Verbündeten ja eigentlich die Provinz haben. Um dann eine volle Provinz zu machen, aber naja. Haben die Waldelfen ganz schön abgefuckt. So, kolonialisieren. Zack. Machen wir eine Zwergenfeste da draus. Und es hilft uns tatsächlich. Man steigt 100%. Das ist auch sehr super. Sehr, sehr gut. Haben die Waldelfen schon ein bisschen verkackt. Möchte ich mal sagen. Weil die ihre Truppen da entzweit haben. Ach, das sind die hier. Die verrecken gerade auch hier im
Waldelfen-Gebiet. Was finde ich eigentlich nicht so gut, dass ihr nicht so viele Truppen habt, ne? Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Können hier auch verhältnismäßig wenig Truppen bauen eigentlich. Und die können nicht alleine belagern. Und die sind echt nicht gut drauf, sag ich mal. Gibt's da nicht eine Schnellwahl hier? Nee. So, laden wir auf jeden Fall noch ein bisschen auf. Ja, besonders. Das waren drei fast volle Armeen, ey. Und ich habe durch einen blöden Fehler habe ich da fast meine gesamten Truppen geschrottet. Das geht nicht. Das Ding hier unten haben wir kolonialisiert. Was auch voll klar geht. Dafür haben wir Fälle jetzt. Hier unten auch nochmal. Und die eine kleine Truppe hier, ne? Das ist natürlich ein bisschen bescheuert. Haben wir nicht hier die Horde fertig gemacht? Nö, natürlich nicht. Ach, die Horde doch fertig hier unten. Was sind denn das? Chaos-Rebellenaufstand? Was ist denn das für eine Scheiße? Was haben die denn hier unten? Was haben die denn für eine Chaos? 40%. 40%. Pfff. Ist ja wohl lächerlich. Ah, gut. Arranger Eye. Na gut, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Total War Warhammer. Haut rein!